Morgen aus Bochum. Wir haben den 10. Juni 2018. Ich bin in Bochum an der Jahrhunderthalle. Hier startet heute der Big Urban Trail Bochum. Dabei handelt es sich nicht um einen richtigen Wettkampf, sondern mehr um einen Event- oder Erlebnislauf. Wir besichtigen gleich die Bochumer Innenstadt mit allen möglichen Sehenswürdigkeiten und das laufend und kommen auch in das ein oder andere Gebäude rein, wo man einfach nicht so einfach reinkommt, so jedenfalls nicht in Laufzeug. Ah, ich bin gespannt. So langsam treffen die Läuferinnen und Läufer an der Jahrhunderthalle ein. Ja. So, schönen Lauf gleich. Genießt den Lauf gleich. Einen schönen Lauf für euch. So, zur Musik sage ich mal nichts. Meine Musik läuft. Hier ist gleich der Startbereich. Dankeschön. Ich wünsche euch einen guten Lauf gleich. Ja, dir auch. Haut rein. So, wir dürfen jetzt in den Startbereich, in die Halle rein. Für uns komplett ausgeräumt jetzt. Hier ist Start- und Zielbereich in der Jahrhunderthalle. Tolle Ruhrgebietsatmosphäre jetzt. Serie zu Gast, der Startschuss in Nordrhein-Westfalen. Und wenn der Matthias und ich hier von unserem kleinen Podium so in eure Gesichter schauen, da sehe ich ganz viel Vorfreude. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. Die erste großartige Location, die Jahrhunderthalle hier in Bochum. Hier ist er für euch, euer Warm-up-Mann, der Matthias! Starter werden jetzt auf die Strecke geschickt und das wird aber so nach und nach gemütlich gemacht. Es gibt ja keine Zeitnahme. Hier geht's in die U-Bahn. Voll cool. Ja,
Wir sind bei der Feuerwehr. Ja. Schöne Grüße aus Nordkirchen. Danke gleichfalls. Voll geil. Da ist er schon. Da, mein Gott. FC Schalke, ole, ole. Vizemeister, hey. Derby-Sieger. Muss ich leider alles zugeben. Das gehört beim Urban Trail auch dazu. Rote Ampeln. Alle da, wo es mag. Wir sind im Schauspielhaus. Das passt heute. Ja, das stimmt. Fragen. Prost. Ja, aber Malen, der bekommt von Sprachkunst eine VIP-Card. So malen werde ich jetzt auch mal, was man so malen nennt. Jetzt kommt was. Uso. Danke. Carsten, willst du auch ein Stückchen Uso? Wasser? Ja, habe ich gesehen, aber das kann ich nicht. Boah, der Uso brennt aber jetzt in der Speiseröhre. Boah.
Ladung lebt. Into your arms like a trap, steam on it all morning. Geht schwer. Jetzt kommt man sogar bisschen bergauf, richtig ins Schnaufen. Das Planetarium. Traut euch ruhig rein. Ja, doch, traut euch rein. Jane, du musst mal da hingucken. Oh, jetzt bin ich gespannt. Welcher Superheld bist du? Mr. Big bin ich. Big Man. Welche Superkräfte hast du denn? Gar keine, ich schätze sehr viel. Sieht einfach nur gut aus. Alles klar. Das alles klar, danke. Viel Spaß. Wow. Voll cool. Ja, es geht darum, dass das Wasser nicht nur aus dem Wasserkran kommt, sondern dass eben ganz viele Leute für ihr Wasser laufen müssen. Im Durchschnitt 6 Kilometer und ungefähr 20 Kilo oder 20 Liter. Und die Leute sollen so ein Gefühl kriegen, indem sie das hier einmal so ein Ding mit reinnehmen, was sie das hier machen. Dann will ich das auch mal machen. Okay, super. Sollen wir was halten? Nee, macht er. Alles gut. Jo, schwer. Vielleicht den Läufern sagen, dass sie erst zurücklaufen sollen. Ja, dann danke. Immer wenn er fünf ist, muss er. Viel Spaß noch, gleich habe ich es geschafft. Da ist ein Kahn auswaschen, müsste hier ist ein Erdbeck. Ansonsten die Farbe nur den Rüstung mit der Farbe. So, der Kahn in der Blue Girl Group ist das. Ja, Blue Girl. Was machen die Bayern in Bochum? Laufen! Laufen? Mal einen besseren Lauf als in München haben. Ja, gut. Viel Spaß. Jo, tschüss. Was geht. Ach so. So, fertig. Super. Und schon wieder Treppen. Morgen. Morgen. Ja, danke. Aber das war die sympathische Gruppe, die ich bis jetzt habe. Jetzt haben sie ihn erwischt. So, da ist ja ein Mensch. Ja, das glaube ich. Sauber. Schönen Lauf noch. Super. Ja, danke gleichfalls.
das Rathaus. Danke. Ah, das sieht noch sehr gut aus. Jetzt nicht, jetzt gerade nicht, aber gerade vorher war besser. Da hinten ist die Jahrhunderthalle. Und diese Brücke hier an der Jahrhunderthalle, die kenne ich aber gut. Ja, aber hier Bochum, wie die Dortmund. Egal! Der Dortmunder läuft auf den Bochum. Oh, der kriegt für die künstlerische Note aber auch mindestens eine 5,9. Machst du gut! So, mein Gott, hast du es geschafft. Vicky! Dankeschön! Gerne. Danke. Vollgas ins Ziel. Glück und Geld. So, jetzt geht's nochmal in die Jahrhunderthalle rein und da drin ist irgendwo das Ziel. Eine richtig alte Ruhrgebietskulisse ist das hier, sauber. Kumpels, alles Kumpels hier. Alles Kumpels. Glückwunsch. Ja, danke. Und jetzt sind wir da. Ja, zwei Grüße. Glückwunsch. Ja, nee, super. Herzlichen Glückwunsch, sauber. Alles Gute. Ja, danke. Deswegen habe ich überhaupt damit angefangen, das Ganze ein bisschen lockerer zu nehmen mit dem Laufen. Das war in meinem zweiten Lauf, da habe ich von einem Bekannten ein Buch bekommen von dir. Und dann habe ich das gelesen und dann habe ich das mit dem World Bar Marathon im nächsten Jahr gleich mal ausprobiert. Und seitdem ist das so, lieber locker laufen und Spaß haben als schnell. Das freut mich sehr. Glückwunsch übrigens zur Tour. Motiviert mich. Dankeschön, Dankeschön. Alles Gute. Ganz in Orange, da gehen die Arme hoch. Die Bayern sind auch da. Alternative Outfits, auch gerne genommen, straight from Oktoberfest. So, da sind sie, hier kommt das Podium. Herzlichen Grüße an Martina Gessen, herzlichen Glückwunsch. Alles gut. Das ist die schöne Medaille. Ah ne, Plakette heißt die ja jetzt. Bist du jetzt die 10 Kilometer durchgelaufen? Nicht ganz, aber ein großer Teil davon, oder? Glückwunsch! Und was macht die Kurve? Glückwunsch! Bist du fit? Hat es dir gefallen? Die Schlange war 175 bis 180. Die ganze Zeit zusammen geblieben. Herzlichen Glückwunsch an euch! Prost! Prost dran! Prost, lass dich becken! Ja. So, und jetzt zum Abschluss wird noch gemütlich gefrühstückt. Kaffee. Ja, das war der Urban Trail in Bochum. Am 8. Juli geht's weiter. Dann kommt der Big Urban Trail in Oberhausen. Dann werde ich mir Oberhausen angucken. Alles klar. Selber laufen nicht vergessen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.